Also Frau Dr. Spengler, herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl zur neuen Regionalbischöfin für den Propfspengel Gera Weimar. Wie fühlen Sie sich jetzt? Bestätigt. Das ist eine ganz große Freude, bestätigt zu sein mit so einer überragenden Mehrheit. Ein klares Votum dafür, dass wir hoffnungsvoll in die Zukunft gehen. Ich möchte Hoffnungsstifterin sein. Und das höre ich jetzt von einer Synode, die sagt, so eine Frau wollen wir jetzt nach Gera Weimar. In eine Region, die ja nicht so ganz einfach ist. Was haben Sie sich vorgenommen als erstes für diese neue Aufgabe? Viel unterwegs zu sein. Mir Land und Leute anzugucken. Nicht, weil ich Thüringen nicht kenne, sondern weil ich genau hinschauen möchte. Dorthin, wo es gerade strukturell ganz viele Aufbrüche und auch Abbrüche gibt. Verunsicherungen bei Ehrenamtlichen und bei Hauptamtlichen. Ich erlebe Haupt- und Ehrenamtliche an der Belastungsgrenze und darüber hinaus. Zu sehen, wo ich da seelsorgerlich tätig sein kann, wo ich zuhören kann, wo ich mit neuen Ideen aufwarte und verbinde. Zwischen Ideen, die im Kirchenkreis A schon sind und bei C noch nicht angekommen. Die Pröfstin hat die Aufgabe, das Ganze geistlich zu begleiten und auch theologisch zu stärken. Und diese Ausrichtung, die nehme ich mir gleich von Anfang an vor. Was sehen Sie als ganz besondere Herausforderung in diesem Propfspengel? Die Ungleichzeitigkeit. Da gibt es Regionen, wo eine hochkirchliche Verbundenheit in Gemeinden da ist. Und das ist ein ganz großer Schatz, eine Frömmigkeit, die Menschen wichtig ist. Und in anderen Regionen haben wir inzwischen Prozentzahlen von unter 10%. Wir haben in Städten wie Gera Menschen bereits lange verloren, bereits in dritter Generation. In der Kirche ist es wenig aufgefallen. In anderen Bereichen der Propstei, in Weimar oder auch in Jena, sind es eher die, die mit dem Bildungsbürgertum verbunden sind, die sich in Kirche engagieren und dort auch ihre Ansprechpartner finden. Ich möchte eine Pröpstin sein, die das sieht und gleichzeitig auch für andere öffnet, die Barriere nicht mehr hochhängt, sondern so spricht und so auch ansprechbar ist, dass sie verstanden wird und dass sie selber versteht. Vielen Dank und Gottes Segen für die neue Aufgabe. Vielen Dank, den kann ich gebrauchen.